HIV und sexuell übertragbare Infektionen, weißt du Bescheid? Weiß ich nicht. Wie werden HIV und STI übertragen? Sexuell wird es übertragen und über Körperflüssigkeiten. Durch Sex? Durch Körperflüssigkeiten. HIV und STI werden durch verschiedene Körperflüssigkeiten übertragen. Über welche Körperflüssigkeiten kann ich mich anstecken? Sperma, Scheidenflüssigkeit, Blut auch. Also vor allem Blut. Blut, bei Speichel ist das, glaube ich, nicht so. Ich würde dazu Blut, Urin, Sperma. Ja, Sperma, Vaginalflüssigkeit, alles Mögliche. Schleimhäute. Das sind Sperma, Scheidenflüssigkeit, Blut, zum Beispiel Menstruationsblut und Darmsekret. Wie sieht es mit der Übertragung durch Speichel, Mücken oder im Schwimmbad aus? Also muss man keine Angst haben. Ich glaube, Speichel an sich reicht nicht aus, die Konzentration da drin. Ich habe neulich gelesen, dass man 13 Liter Speichel schlucken muss. Also ich habe mal gehört, dass man eine ganze Badewanne voll Speichel trinken müsste. Weil über Mücken habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gehört. Also Mücken übertragen ja durchaus Krankheiten, ne? Weiß ich auch nicht. Ich würde eher sagen, nicht. Durch Speichel, Mücken oder im Schwimmbad kann HIV nicht übertragen werden. Können HIV oder STI bei Oralverkehr übertragen werden? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ich denke aber schon. Ja, auch beim Oralverkehr können HIV und STI übertragen werden. Und beim Analsex? Ja, wenn halt Wunden vorhanden sind. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, auch beim Analverkehr können HIV und STI übertragen werden. Welche STIs kennst du? Ja, es gibt ja den berühmten Tripper. Tripper, verschiedene Pilze, Feigwarzen. Syphilis, hier, Genitalherpes, Chlamydien, Gonorrhoe. Oh Gott, mir fällt mir jetzt spontan gar nicht ein. Zu den STI gehören unter anderem Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, Hepatitis A, B und C, Herpes, HPV, Kandidose, Trichomonaden, Krätze und Filzläuse. Schützt ein Kondom zu 100% vor einer Infektion? Naja, solange es nicht kaputt ist, ja. Also nein. 100% gibt es nicht. Da ein Kondom auch nicht zu 100% vor einer Schwangerschaft schützt, denke ich, dass es nicht zu 100% schützt, aber das Risiko ist sehr, sehr gering, dass man sich infiziert, wenn man geschützt miteinander schläft. Leider schützt ein Kondom nicht hundertprozentig, aber mit ist es immer am sichersten.